Hentai City. Hentai? Hentai City, ja. Hutsasa! Oh Gott. Jetzt wäre Billiger ich beim Gag. Aussteigen fast hingefallen. Billiger Gag. Ja. Juhu, wir sind in Akala. Hutsasa statt Hoppla zu rufen, sollte das etwa ein Witz sein? Nee. Na klar, Hildegard, du fandest das doch auch lustig, oder? Oh wei. Ja, bitte. Oh, boah, oh Gott. Das ist beides cool. Sehr gut. Boah, doch. Sehr gut. Boah, doch. Du, Professor? Nichts. Du musst unbedingt einen Fest schneiden. Cosmog. Oh mein. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf Macho Mai. Den Macho Mai-Look, Kukui. Das müsste jetzt Myla sein. Keiner ist geiler als Myla. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert. Aber ob nun positiv oder negativ... Bäckchen, komm zurück in die Tasche! Kein Grund zur Sorge, Lili! Oho! Black Beauty. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Myla. Boah! Die finde ich echt mega cool. Habe ich schon auch nach dem Trailer gesagt. Jo. Ja, Myla. Oh. Mao. Eine Hexe? Nee. Egal. Schlechte Köchin. Ach so. Wie geht's, wie steht's? Ich bin Maho, Captain aus Leidenschaft. Echt? Wo liegt denn das? Ganzer Hentai. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Maho gestoßen. Maho gestoßen. Hier auf Akala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Und die Zutaten seid in diesem Fall ihr beiden. Viel verspachtelnde Trainer erkenne ich sofort. Maho ist allerdings nicht der einzige Captain hier auf Akala. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern, ne? Die schließlich deren Insel Wanderschaft. Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder. Ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Akala. Ich freue mich schon auf unseren ersten Pokémon-Kampf. Oh. Ich warte auf euch. Komm, Maho, gehen wir. Ei, ei. Black Beauty. Bye, bye. Alola. Alola. Du weißt, 2 Meter vor der Nase und trotzdem erstmal winken. Ja. Kukui. Ich bin Myla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Auf Akala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht am besten über Route 4. Direkt nach Ohana. Oh, Familie. Oh, warte mal, ist das Bauerndorf? Weil das wäre lustig, wenn das Bauerndorf Familie ist. Oh, wird das hier gerade ein fieser Inzest-Joke, oder was? Ja, Saarlandstadt. Ich werde als erstes ein Pokémon-Center suchen gehen. Was für Malasadas sie hier wohl hier haben. Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Oh. Na gut. Ach, guck, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Was? Der Schrein von Kapuriki. Ach, wieso? Haben wir da reingekommen? Ja, das wollte uns ja gerne kennenlernen, soweit ich es verstanden habe. Ja, aber, oder nicht? Oder naja, später? Aber später wurde gesagt. Also vielleicht im Verlauf als legendäres oder so. Ja, werden wir dann sehen. Ja. Wir sind auf Akala angekommen. Schwarzglöckchen, da werden wir eine Insel-Pokémon weg. Du kannst aber fragen, welche Pokémon wir auf dich warten. Oh.
Das hier ist aber so die Kante, das ist also Hentai City. Du störst mir mehr Blick. Schlagen wir es also ein bisschen rum. Der Pier. Wer keine Lust auf Schwimmen hat, kann sich ein Schiff nehmen. Der Pierre. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde gerne eine Sache sehen und dann wollten wir ja Pause machen. Okay, welche? Das Hotel. Rechts und dann nach links rein. Da rein? Nee, weiter. Okay, aber dann kommt hier erstmal das. Ja, Lilly, bla bla. Ja, Lilly. Wieder am Shoppen. Ich dachte, sie kann nicht alleine Kleider Silly kaufen. Lilly. Oh, Hildegard! Piu! Suchst du dir Klamotten aus? Ja, wahrscheinlich. Sieht nicht nach den Ruinen. Die vor der Boutique steht. Ja. Das auch, aber ich glaube, mein kleiner Freund hier könnte Interesse an den Ruinen des Lebens haben. Der Schutzpatron von Akara heißt übrigens wohl Kapufallus. Piu! Ich habe mich gefragt, ob du uns nicht vielleicht dorthin begleiten willst. Es sieht so aus, als hätte Wölkchen dich ins Herz geschlossen, Hildegard. Ich hoffe, die Stimme nicht. Wir warten dann beim Hotel Meeresrauschen. Aha. Ich habe dort eine Verabredung mit einer Person, die mir sehr wichtig ist. Oha. Ja, da will ich hin. Keine Sorge, ich finde alleine dorthin. Man kann das Hotel ja von hier aus schon sehen. Boah. Piu. Und du geh wieder in die Tasche. Anus. Oh. Geh sofort in die Tasche. Ich habe übrigens von einer Gruppe gehört, die sich Team Skull nennt und anderen ihre Pokémon stiehlt. Wir sollen aufpassen, dass wir solche bösen Menschen gar nicht erst über den Weg laufen. Meinst du nicht auch, Hildegard? Die Pläne zu machen macht Spaß. Ich habe im hinteren Teil von Contest City ein schönes Gebäude wieder entdeckt. Hey, du da! Wer, ich? Tut mir leid, dass wir dich erschreckt haben. Du bist auf Inselwanderschaft, oder? Ich bin Dexio. Ich heiße Sina. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Es war selbstbeneißen. Wir sind hergekommen, um uns die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Aber wir interessieren uns auch sehr für die Inselwanderschaft, die es nur hier gibt. Was sagst du? Willst du einen Kampf gegen mich wagen? Muss ich? Wir haben doch keine Zeit, oder? Ja, aber wir wollen da rein, also werden wir wahrscheinlich an denen sonst nicht vorbeikommen. Pokémon-Trainer Sina fordert dich heraus mit 2 Pokémon. Ach, das wird schon. Botogel, ja, das ist schon mal gut. Botogel. Botogel. Ja, den Witz hat Olli Petzok hat damals beim Pokémon der auf der Bühne gebracht, immer mit der Botox-Anspielung. Oh, Botox-Gel. Ja, eben. Oh Mann. Bam. Schön. Sehr, sehr gut. Geduld? Nee, habe ich nicht. Nee. Geduld ist was für die Schwachen. Ja. Naja, oder für die, die eigentlich viel einstecken können, aber... Weiterkämpfen, Glaziola ist Eis. Natürlich. Ich will auch eins. Ich will am besten alle Evolutionen. Aber guck mal, Glaziola, so schön diamantfarben. Ja. Das muss nicht was heißen. Obwohl, Moment, aus welcher Generation ist Glaziola? Aus der 4. Oho, so ein Zufall aber auch. Ja, so ein Zufall. Blub, 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 blub. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Dexio Psyana hat. Ah. Was zufälligerweise perlfarben ist. Und aus der 2. Generation... Das ist korrekt, aber das interessiert mich nicht. Ich will nur das hören, was ich hören will. Ja, das merke ich. Hulk Hogan erreicht Level 22. Das ist doch schön. Patrick erreicht Level 16. Heißkorn. Oh. Pokémon und Trainer wachsen durch neue Begegnungen. Und ich dachte, das ist durch Zeltheilung. Na, wie auch immer.
Hallo. Verstehe. Während ihr zusammen die Prüfungen meistert, wächst die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon. Das T-Shirt. Das ist eine wirklich tolle Sache. Was? Ah, Kokomai. Cool. Einen Moment lang hat es sich so angefühlt, als wäre ich Teil deiner Inselwanderschaft gewesen. Als kleines Dankeschön heile ich deine Pokémon. Wow. So, haben wir uns das Pokémon Center gespart. Ja. Du und deine Pokémon seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Das erinnert mich an uns früher und an die 5 jungen Trainer von damals. Dann ist es beschlossene Sache. Ich kann dir diesen wichtigen Gegenstand anvertrauen. Oh. Zygarde-Kernwürfel. Geil, Zygarde-Würfel. Hildegarde hat den Zygarde-Würfel bekommen. Damit kannst du die Kerne und Zellen eines Pokémon namens Zygarde sammeln. Mehr dazu erzählen wir dir ein andern Mal. Pass vorerst einfach gut darauf auf. Wenn du auf Inselwanderschaft bist, könnte es nicht schaden, deine Pokémon auf Route 4 zu trainieren. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage! Alola! Fantasie! Ja, genau. Hotel, Hotel, Hotel! Hotel, Hotel, Hotel! Hotel, 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 Hotel! Oh, ein Krabi, ein Sepa, ein Lusadin! Lol, und auf der Fahne ist ein Knierfisch. Stern, du! Wo? Auf der Fahne? Knierfisch und Lusadin. Ah, hier. Das auf der Seite Knierfisch? Das ist ja ein Knierfisch. Mhm. Oh, fancy. Was bist du denn? Ich löchere diese hübsche Dame hier gerade. Punkt. Ah, wenn dieser Typ dann gegenüber Scham einsetzt, sinkt mein Angriffswert. Zum Glück ist sie ja mehr so in der Empfängerposition. Oh. Lol, da war ein Zygarde. Sina ruft an. Dein Zygarde-Würfel hat mir gerade ein Signal übermittelt. Der geheimnisvolle Orgasmus, den er soeben absorbiert hat, ist eine Zygarde-Zelle. Der Zygarde-Würfel, den wir dir gegeben haben, fungiert als Behälter für Zygarde-Zellen und Kerne. Er ist für sie wie eine Art Nest. Sein Sinn und Zweck ist es, die Zellen und Kerne in sich aufzunehmen. Das war's erstmal von mir. Ich melde mich dann später wieder. Au revoir! Alola! Ein blaues Dach in Kantai, blau wie auch die weite See. Blau genau wie deine Augen, die im Traum ich oft noch sehe. Hier im Hotel Meeresrauschen traf ich dich und du trafst mich. Weißt du noch die Luminion, wie sie tanzten in den Wogen? Weißt du noch die roten Wangen, als wir lachten, frei von Sorgen? Oh Gott. Drum buche schnell und sei unser Gast, wir befreien dich von jeder Alltagslast. Oh mein wow. Gott. Das sind die Hotelangestellten. Die Hula-Mädchen. Mhm. Los geht's, heute steht die Farm in der Nähe von Ohana auf einem Sightseeing-Programm. Saarland. Cora, Cora, Cora! Sexy Cora. Oh, ein Starmie. Mii! Ah, ein Starmie! Oh, gibt es denn sowas, ein Mii, der aussieht wie dieses Pokémon? Wird schwierig. In deinem Beutel scheint Platz für alles zu sein. Oh ja. Wenn ich du wäre, würde ich einfach selbst in den Beutel hüpfen. Da komme ich doch her, dass mich jemand mit auf eine Reise nimmt. Ist das ein Gästebuch da auf dem Stativ? Könnte sein. Das ist eine Warteliste des Hotelrestaurants. Schönheit. Hey, das ist doch ein Rotom-Pokédex. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wenn man damit die Habitate eines Pokémon abruft und die Zoom-Funktion der Karte nutzt, erfährt man jede Menge hilfreiche Dinge, oder? Jojo. Nein. Da erstmal ran. Willkommen im Hotel Meeresrauschen. Ja, okay, also wow. Dann zu ihr. Jetzt Lili angraben. Hm. Oh, du bist es, Hildegard. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen, also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Hm. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist wohl auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Hildegard? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Okay. Mehr ist hier nicht, oder? Okay. Dann Pause. Ja, dann würde ich sagen, dann speichern wir mal hier. Jawohl.
So, zugeklappt, fertig geschnackt und dann bye bye. Bis zur nächsten. Ja, morgen. Ja. Abend könnte spät werden. 18, 19 Uhr. Ja, ist mir auch okay. Ja, okay. Ja. Dann bis dann. Bis dann.